I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride. Oh Mann. Jo, servus Leute, willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute soll es endlich das Video geben, was ich schon seit Monaten jetzt geplant habe. Es soll gehen um mein Fox Broframe, wie gewünscht in meinen Kommentaren zu meinem ersten Video. Um den soll es halt gehen. Um diese Strecke hier, wo ich gerade sitze, an dem größten Absatz ins Flat. Jo, die ist schon cool, die Strecke hier, die macht richtig Spaß. Die werde ich euch dann mal vorstellen und noch eine andere kommt noch dazu. Die werde ich auch abfilmen heute. Da sind richtig schöne S-Kurven drin, die machen richtig Spaß. Da kann man richtig schön das Hinterrad fliegen lassen. Und ja, wenn man hier in der Gegend wohnt, lohnt sich das auf jeden Fall, diese Trails hier zu ballern. Die machen richtig Spaß, die habe ich jetzt nicht gebaut, aber Bekannte von mir, und die haben das echt richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Naja, das Video hat jetzt so lange gedauert, weil ich meine Zwischenprüfung absolvieren musste, was natürlich auf jeden Fall vorgeht, vor den Biken. Ja, dann habe ich habe einfach keine Zeit gefunden, die letzten Monate. Deswegen hat sich das jetzt alles ziemlich gezogen mit dem Video. Aber es war immer bei mir im Hinterkopf und ich habe immer gedacht, wie machst du es am besten, was sagst du, und habe mich richtig auf diesen Tag jetzt gefreut. Und ja, dann möchte ich gleich mal anfangen. Also, es soll heute um den Fox Broframe gehen und ein kleines Feedback für die Magura MT5 geben. Die hat mich schon kleine Nerven gekostet, da die musste ich einmal zurückgeben, weil dieser Ausgleichsbehälter geplatzt ist. Keine Ahnung, soll eine Schwäche sein von der Magura. Habe ich dann erfahren, dass einfach, ich habe versucht, die zu entlüften und plötzlich lief das Öl aus. Ich habe mir gedacht, was soll denn das jetzt? Das kann doch nur irgendwie ein Bedienerfehler oder so sein. Und habe es dann nochmal probiert und nochmal probiert. Aber das Öl ist immer wieder rausgelaufen aus dem Ausgleichsbehälter vorne am Hebel. Jo. Dann habe ich sie zu Highbike gebracht, hat 2 Wochen gedauert, jetzt habe ich eine neue. Es ist nicht mehr vorgekommen bis jetzt. Jo. Und die Belege haben jetzt bei mir eine Saison gehalten. Wahrscheinlich bremse ich einfach nicht so viel, und wenn man bremst, dann, wie gesagt, gehen die richtig zu. 4 Kolben halt und große Belege, große Auflage. Jo. Auf jeden Fall schöne Bremsen, wenn sie denn weiter so halten. Nach dem Fall kann ja ein Materialfehler gewesen sein, man weiß es nicht. Aber wird schon nichts. Wird schon wahrscheinlich ein Materialfehler gewesen sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So, jetzt zu meinem Fox Broframe, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden. Sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Helm. Ich fahre ihn auch mittlerweile auf Enduro-Touren viel, wenn andere eine Halbschale anhaben, weil der einfach so gut belüftet ist, wie man hier schon sieht, die ganzen Lüftungsschlitze, vorne alles offen, oben überall komplett Belüftung ohne Ende, also da staut sich keine Hitze an, kaum, also nicht viel mehr als bei einer Halbschale. Jo, auf jeden Fall schöner Helm. Was mir nur aufgefallen ist, dass mir ganz am Anfang das Visier leicht angebrochen, weil ich mich auf die Fresse gelegt habe. Und nach dem Sturz ist mir aufgefallen, dass dieses Visier gar nicht verschraubt ist. Es ist einfach gesteckt. Das ist meiner Meinung nach nicht so elegant, aber jo, man wechselt es ja nicht so oft. Ich denke halt, dass das mit der Zeit, wenn man es öfters ab und wieder dran macht, dass das ausleiert eventuell, diese Steckverbindung, weil es einfach nur Plastik ist, in Schaumstoff rein geklipst, und ich glaube, das ist nicht so von der größten Haltbarkeit. Ja, das ist jetzt das einzige Negative, was ich zu dem Helm habe. Ansonsten, er hat eine Downhill-Zertifizierung, also man kann damit auch im Bikepark, wenn man
wirklich grober Downhiller ist, in jedem Bikepark damit ballern. Dafür ist er auf jeden Fall ausgelegt. Also soll er getestet sein, dass er das ab kann, auf jeden Fall. Und da komme ich auch gleich zu der MIPS-Zertifizierung. Das heißt einfach, ein normaler Helm ist gegen vertikale Stoßkräfte gedämpft. Also vertikal heißt einfach quasi so auf einen Stein oder so, vertikal halt. Jo, und dann hat man halt eine Dämpfung drin, ganz normal Schaumstoff und dieser Polster und so weiter, was den Stoß abfangen soll. So, und dann gibt es im Unterschied zu den vertikalen, also so Aufschlägen beim Sturz, auch die, die in einem Winkel passieren, was meiner Meinung nach viel wahrscheinlicher ist, wenn man einfach quasi in einem Winkel gegen einen Stein schlägt und der Helm sich quasi so ruckartig bewegt. Das soll diese MIPS-Zertifizierung abfangen können. Ja, ob es denn funktioniert, das haben schwedische Ingenieure und an einer Universität erforscht, dieses MIPS, und haben dann dieses System hier entwickelt. Jo, wenn es denn funktioniert, ist es echt eine coole Idee, finde ich. Und es setzt sich ja auch immer weiter durch bei den Helmen, und man sieht es also fast überall mittlerweile. Bei Troy Lee sehe ich das, bei Fox, bei, boah, was gibt's noch, Giro, die haben das alle mittlerweile. Jo, ist eine coole Idee, finde ich, und da haben, und ich finde schön, dass sich Leute auch da mit auseinandersetzen und sich darüber Gedanken machen, was kann man auch an dem Helm verbessern, an Sicherheit verbessern. Das finde ich echt gut. Jo, mein Fazit zum Fox Pro Frame: Er sieht richtig schick aus. Er ist Downhill zertifiziert, also ihr könnt euch damit auch im Bikepark ohne Probleme bewegen. Das wurde ja angeblich getestet und er hat diese Zertifizierung halt bekommen. Also denke ich mal, dass es auch nach bestimmten Kriterien auch ein Downhill-Helm ist. Ja, ersichtlich jetzt nur das Visier hier vorne, aber anscheinend halt auch die Dämpfungseigenschaften. Und durch dieses MIPS ist es halt nochmal verstärkt und habt halt diese Rotationskräfte, die dann abgefangen werden. Echt ein schöner Helm. Ich finde auch das Design schön, dieses Matt, diese Kombination mit Schwarz und Weiß fand ich jetzt am schönsten. Es gibt ja noch einige andere Farben, und mittlerweile habe ich den, glaube ich, auch sogar für 140 Euro schon gesehen. Ich habe ihn für 200 Euro auf dem Festival bekommen, war auch schon, da war er noch ganz neu, also da kam er gerade raus, also da habe ich echt ein Schnäppchen gemacht. Habe allerdings noch keine Rechnung bekommen, aber ich werde jetzt einfach mal eine Runde ballern und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Jo, das Wetter ist auf jeden Fall geil. Ich freue mich so sehr, dass es einfach wieder Frühling ist. Und ja, das ist einfach die schönste Zeit des Jahres. Es ist noch nicht so heiß. Und im Sommer ist es ja dann wieder oft 30 Grad, also wie im letzten Jahr, unerträglich zu Fahrradfahren. Also jetzt ist es einfach perfekt. Der Boden ist leicht feucht. Jo, also Grip ist auch da. So. Horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. Leute, was man beim Hochschieben nicht manchmal für Ideen hat. Es gibt zum Abschluss noch ein kleines Helmhorn.
von Fox. Schauen. Und ja, ich muss jetzt mein Fahrrad erstmal schön in den Mittelpunkt stellen, weil es echt, mir macht richtig Spaß, das Ding. Ich habe da auch ein bisschen was modifiziert dran, also dünnes Öl, damit es auch schön funktioniert da vorne, der Lyric, aber die Lyric ist auch nicht mehr so das Wahre. Also ich brauche einfach ein neues Fahrrad. Jo, und der Dämpfer, der Coil-Dämpfer, der Rivet R2C, der da eigentlich gar nicht reinpasst, den ich mit ein paar Modifikationen da rein basteln musste, was aber, denke ich, keinen Einfluss auf die Stabilität der Schwinge hier unten hat, oder hoffe ich zumindest. Aber ja, das Ding macht schon Spaß und ich kann auch gerne mal ein kleines Video zu dem Dämpfer machen, wie ich den da reingekriegt habe. Und ich kann ihn auf jeden Fall jedem empfehlen, der hat eine kranke Performance in dem Teil. Also da sieht die Lyric richtig alt gegen aus, also die das Ding ganz in Donnerglocken. nee, auf jeden Fall. Also mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch hat das Video auch Spaß gemacht, das Zuschauen zumindest. Und ich kann euch hoffentlich noch viele andere Videos liefern und hab genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Fahren. Ja, dann danke fürs Zuschauen und lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.